Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bewerte eure Parks. Und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich habe super, super viele Parks von euch noch in meinem Postfach und sowas. Ihr habt mir super viele Parks eingesandet. Das Problem ist nur dabei, dass viele dieser Parks vor dem Sommer-Update waren und vor dem letzten Update. Das heißt, da sind noch keine neuen Terrain-Tools verwendet worden, noch keine Deko-Elemente und sowas. Und ich schaffe schon zeittechnisch nicht alle zu bewerten. Und ich bevorzuge einfach momentan die Parks, die auch mit den aktuellen neuen Gestaltungsmöglichkeiten sind. Ist ja logisch, ne? Da ist ein bisschen mehr Variation drin. Da könnt ihr dem ganzen Park so ein bisschen einen persönlicheren Touch und sowas verleihen. Deswegen finde ich es einfach momentan schöner, ja, aktuellere Parks zu bewerten. Und falls ihr wollt, dass ich nochmal euren Park bewerte, ihr könnt ihn ja nochmal überarbeiten oder einen neuen Park erstellen und mir ihn dann nochmal zukommen lassen. Also falls ihr mir nochmal einen neuen Park schickt, stehen die Chancen auf jeden Fall wesentlich höher, dass ich ihn mir anschaue. Also ich würde mich sehr darüber freuen. Das Ganze geht per E-Mail oder per Discord. Link ist unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht mehr lange. Der heutige Park, der ist von Lekröte. Lekröte war sogar schon mal dran. Ich glaube, das war der erste. War Lekröte der erste? Zweite? Erste oder zweite Park, glaube ich schon. Und er ist jetzt nochmal dran. Er hat sich nochmal ausgetobt. Ich bin sehr gespannt. Der erste Park von Lekröte war auch schon sehr, sehr gut. Er hat mir das Ganze im Discord geschickt und einen kurzen Text dazu geschrieben. Ich schicke dir hier mal meinen dritten Park. Den zweiten hast du bis jetzt noch nicht angeschaut, aber ist ja auch egal. Jetzt mit den neuen Sachen. Ja, seht ihr, der Lekröte hat nämlich auch schon einen zweiten eingeschickt. Den habe ich leider auch zeitlich nicht geschafft. Und der war, glaube ich, dann auch veraltet, weil der noch nicht mit den neuen Sachen war. Hat er auch dazu geschrieben. Und deswegen bewerte ich jetzt mal wieder seinen dritten Park. Wird er sich hoffentlich drüber freuen. Und ich freue mich auch schon darauf, weil dieses Park bewerten macht immer super viel Spaß. Und inspiriert mich ja auch, weil am Wochenende, das wisst ihr sicherlich schon, geht mein neues Bauprojekt los. Darauf freue ich mich auch schon mega. Da habt ihr richtig viel gewotet. Was es dann am Ende wird, das verrate ich jetzt noch nicht. Könnt ihr natürlich gucken auf meinem Kanal. Aber das werdet ihr dann am Wochenende in dem Video sehen. Aber ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht mehr lange und starten in TC's Park. So, da sind wir in dem Park von Lekröte angekommen. Das Ganze heißt zumindest über das Safe Game, über den Safe Game Namen Lekrötes Community Park. Wir werden natürlich gleich am Eingangsbereich nochmal gucken, ob du da vielleicht einen anderen Namen hast. Aber hier landet gerade ein Dino. Was sind das für einer? Das ist ein Iguanodon, oder? Edgar-Fan, okay. Ja, wir wollen es jetzt aber auch gar nicht spoilern hier mit dem Gehege. Ich würde sagen, also von oben sieht es ja schon mal sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Sieht cool aus. So ein richtig großes Wassergehege. Ultra nice. Aber ich würde sagen, wir starten wie immer beim Eingang. Der ist hier vorne. Und, okay, wow. Das Ganze heißt Dundee stinkt. Du kleiner Frechdachs, du. Das benenne ich erstmal um. Das stellen wir erstmal richtig, weil ich stinke gar nicht. Frisch geduscht. So, der Kröte stinkt. Das hast du davon. Kleiner Frechdachs. So, dann gehen wir in den Eingangsbereich. Und ich muss sagen, sieht sehr cool aus. Wow. Ich bin beeindruckt. Das sieht ultra nice aus, die Form. Schaut euch mal an, die Form der Wege. Wie schön das aussieht. Also da hast du dir richtig viel Mühe gegeben. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Du hast auf jeden Fall, man kommt hier raus, hat drei Abzweigungen nach links, geradeaus, rechts. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz nach links einfach erstmal. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Wir gehen mal hier lang. Hier hat man dann einen Schutzbunker, der einfach Bunker heißt. Einen kleinen Wasserbereich, paar Steine und so hast du eingebaut. Ein paar Deko-Sachen können die schaden, finde ich cool. Und dann haben wir hier schon das erste Hotel mit dem Namen Schlechter Ausblick. Schauen wir doch mal, ob der Name Programm ist. Okay, da ist das Gehege. Und hier sieht man den Ausblick. Man sieht nur Bäume. RIP. Okay, das macht natürlich dann Sinn. Ah, da vorne können wir Dino sehen. Man konnte es kurz sehen, gerade den Dino. Das war es, ein Giga, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Aber ja, ist halt auch nicht so schlimm, ne? Ist halt mal ein bisschen schlechterer Ausblick. Ich meine, du hättest hier noch ein paar Bäume und so wegmachen können, aber. Ah, mein Gott. Sehen die Gäste vom Hotel halt mal nicht so viel. Ist ja auch nicht so schlimm. Oh, hier hast du sogar schon den großen Baum eingebaut. Den finde ich auch super schön, ne? Kleinen Hügel mit dem großen Baum. Und dann geht es hier schon vorne hin. Ja, hier ist sogar ein paar Palmen noch eingebaut. Hier rechts geht es auch noch rum. Ich finde ja, die Wege hast du richtig gut hingekriegt. Wenn man sich das so von oben anguckt, das sieht schon sehr nice aus. Was mir da ultra positiv ausfällt, sind diese, ja, diese Schrägen. Ich weiß, also es ist ja so eine Dreiecksform hier sozusagen. Das hast du hier vorne auch gemacht. Das sieht super nice aus. Und dann diese Rundung um das Innovationszentrum oder Center herum. Sieht schon sehr cool aus. Ich würde sagen, gehen wir mal mittig lang. Hier haben wir auf jeden Fall eine
Arcade, die heißt Tizis Soccer Lounge. Okay. Was haben wir hier? Das ist eine Bar, glaube ich. Saufi Saufi mit Lenovo. Okay, weiß ich jetzt nicht, was du damit genau meinst. Dann haben wir hier einen Zelda-Fanshop. Wahrscheinlich für Zelda-Fanboy. Und hier haben wir einen Knochen kaufen. Das ist eine Fossilienzone, ne? Was kann man da eigentlich kaufen? Ammoniten, Klaue oder Zahn? Was ist ein Ammoniten? Sind das nicht so Muscheldinger oder sowas? Ich glaube schon, ne? So versteinerte Muschelgehäuse wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Und dann kommt man hier in das Innovationszentrum. Finde ich schade, dass man da nicht reingehen kann. Aber hast du wirklich schön gemacht hier. Sieht richtig nice aus. Es sind sogar neue Dinos fertig. Kuschelecke. Dann haben wir hier links ein Toyladen, einen Spielzeugladen. Der heißt Amazing Lukas Futterbude. Das ist ein Restaurant. Das Restaurant ist ja mit so meinem Lieblingsladen, mit diesem coolen Skelett davor. Und ein Fastfood-Restaurant. Burger Loser. Okay, nice. Ah, da. Lücken. Aber die kriegt man nicht weg. Hast du bestimmt versucht, so gut wie es geht zu machen. Aber in diese Lücken kann man leider nicht reinbauen. Sehr, sehr schade, dass es nicht geht. Hier oben ist es natürlich auch nicht so perfekt sauber, aber es muss ja nicht immer sauber sein. Das ist teilweise nämlich echt eine Quälerei. Ich will gar nicht wissen, wie lange du dafür gebraucht hast. Du kannst es ja mal in die Kommentare schreiben, wie lange du gebraucht hast. Weil allein schon die Wege hier so clean hinzubekommen, wie du sie hinbekommen hast. Weil es sieht wirklich sehr, sehr gut aus hier mit diesen Rundungen und so. Ist ein ganz toller Anfangsbereich so. Eine super Idee. Sehr, sehr gut gemacht. Und ich würde sagen, wir müssen es jetzt aussuchen. Also wir sind jetzt hier diesen Bereich haben wir abgecheckt. Ich würde sagen, wir checken mal ganz kurz hier den Industriebereich ab. Hast du natürlich auch sehr gut abgegrenzt mit so einer Sichtschutzmauer. Sehr nice. Dann hier den Eingang gemacht mit einer anderen Wegfarbe. Hier so ein bisschen den Eingang so ein bisschen verbreitert und ja, so zulaufen lassen. Finde ich auch immer sehr schön. Hast immer schön Bäume gemacht, Büsche, die ganzen neuen Sachen. Das macht alles schon ein bisschen lebendiger, muss ich sagen, diese neuen Büsche und mal so ein Stein dazwischen. Das ist schon nice. Da hast du auch hier einen schönen Weg gebaut und hier alle wichtigen Geschäfte, so wie es aussieht, untergebracht. Was haben wir denn hier? Das ist das Wissenschaftszentrum, Schule heißt das. Hier haben wir ein Sicherheitszentrum, das heißt Bunker. Dann haben wir hier ACU-Zentrum, Lass Lickröte fliegen. Mit, haben wir hier Teams? Nee. Das ist das Team, ne? Das hat leider keinen Namen, das Team. Dann haben wir hier Bunker Klein. Auch nochmal ein Schutzraum. Und dann haben wir nochmal FBI Open the Door. Das ist die Ranger-Station. Oh, und da gibt es sogar Ranger. Einmal Miri. Die ist verewigt. Magnus, Magnus. Das wird ihn nicht freuen. Und ich bin auch am Start. Da bin ich. Cool. Könnten auch mal so als Jeep durch so einen Park fahren, ne? Das wäre auch mal interessant. Das Problem ist nur, es würde länger dauern und man würde nicht so viel sehen. Und die Videos sind ja so schon relativ lang. Ich finde es echt cool, dass du noch überall so ein paar ja, Deko-Elemente eingebaut hast. Felsen, so mal so ein kleines, kleinen Wasserbereich, ein paar Büsche, Bäume und sowas gemacht hast. Sieht sehr nice aus. Auch schön hier alles abgeschirmt mit diesem Sichtschutzzaun. Finde ich sehr cool. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Eingang. Und wir haben nämlich jetzt zwei Wege. Wir könnten entweder hier hinten hochgehen beim Innovationszentrum oder hier rechts abbiegen. Und ich würde sagen, wir biegen erstmal nach rechts ab. Ja, ich denke, das ist die bessere Alternative. Das heißt, wir gehen hier zurück und biegen mal hier ab. Und laufen dann hier mal ein bisschen rum. Und dann kommen wir hier zu zwei Beobachtungsgalerien. Links und rechts, hier hast du den Weg so ein bisschen verbreitert, finde ich cool. Und dann hast du so parallel voneinander zwei Beobachtungsgalerien gemacht. Die linke heißt We are watching you, Proce? Ach, Proceratosaurus wahrscheinlich, ne? Wir gehen einfach mal rein und gucken, ob das stimmt. Ja, das stimmt. In dem Gehege sind kleine Proceratos drin. Ach, wie schön. We are watching you, Proce. Ja, sind jetzt leider, die sind natürlich sehr klein, kann man sehr schlecht erkennen. Sind aber versteckt. Ich finde es gut, dass du da links auch so Büsche und so vorgemacht hast, dass die Dinosaurier auch nicht immer gestalkt werden, sondern auch so ein bisschen sich zurückziehen können. Ja, kann man jetzt leider nicht so viel zu Gesicht kriegen. Ich kann mir so nochmal reinzoomen in das Gehege. So sieht es von oben aus. Schöner Wasserbereich mit Felsen. Hier ein paar Felsen. Schön gestaltet. Und ja, hast du halt den Platz gut genutzt. Ist halt so ein kleines Übergangsgehege, ne? Zwischen diesem Bereich und hier dem
Oh, Spinosaurusgehege. Sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Gehen wir mal gegenüber in die Beobachtungsgalerie. Kanoblick. Oh, Kanotaurus. Okay. Ja, super. Ich will sie beobachten. Was machen sie? Beide am Schlafen. Ja, auch hier ein schönes Gehege. Mal ein bisschen offener. Ich glaube, der Kano, der braucht auch nicht so viel Wald. Mensch, warum schlaft ihr denn jetzt, Dudes? Aufstehen. Können ja mal die Namen gucken. Toastkeks, okay. Und Toast, okay, das war klar. Das ist natürlich auch so ein kleiner Insider von Indospino und Co. Und ja. War ja klar, dass die wieder Toast heißen müssen. Warum auch immer er sie Toast nennt, habe ich bis heute nicht verstanden. Sehen für mich nämlich nicht aus wie ein Toast, wenn ich ehrlich bin. Oh, das sind sie. Zwei Stück an der Zahl sind es, glaube ich, nur. Oder sind es noch mehr? Nee. Ja, auch hier ein schönes Gehege. Finde ich cool, dass du das hier alles so ein bisschen offener gemacht hast. Hier mit ein paar Felsen und so reingeklatscht. Auch hier am Rand, du hast überall immer so ein paar Felsen gemacht. Sieht sehr natürlich und lebendig aus, dein Park bis jetzt. Auch hier müssen wir nochmal die Namen checken bei den Proceratos. Oh, sind auch nur drei Stück. Gurke 008, Diadofmand und Akira Black. Oh, cool. Sehr, sehr nice. Auch Zuschauer. Finde ich toll, dass du die verewigt hast. Und dann kommen wir hier zu einem richtig nicen Gehege. Dann gehen wir mal hier lang. Hier hast du auch schön den Doppelzaun gemacht. Finde ich ja bei so krassen Fleischfressen immer sehr gut. Hast du auch schön durchgezogen. Einmal komplett um das Gehege rum. Hast du hier ein Tor eingebaut? Ach, du hast das Tor vergessen. Du hast überall das Tor vergessen, kann das sein? Nee, hier ist eins. Hier hast du das Tor vergessen und da. Tja, erwischt. Heißt das Tor irgendwie? Nee. Okay, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier weiter in dem Weg lang. Auch hier hast du wieder. Du hast das halt wirklich beibehalten, diese. Ja, dieses. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, dieses Dreieck. Das finde ich sehr, sehr cool mit den Wegflächen. War bestimmt eine Menge Arbeit, das so genau zu machen. Du hast auch super genau hier gearbeitet. Ist auch nicht selbstverständlich. Also, das hier richtig schön nah um den Turm rumgebaut. Richtig nice. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in den Turm. Zum Spinoblick heißt er. Und einer meiner Lieblingsdinosaurier von Jurassic World Evolution. Sogar mit einem meiner Lieblingsskins. Mittlerweile gibt es ja viele neue Skins so, die ich sehr gerne habe. Gerade von den neuen und so sind da sehr coole Skins bei. Aber natürlich auch ein sehr schöner Blick hier auf die Spinos. Kann man richtig schön gucken, wenn sie dann Fische jagen. Da hinten ist der. Oh, der ist auch cool, der Skin. Der war jetzt ja auch letztens im Battle Royale am Start, der Skin. Der schwarz ist das. Okay, das ist das Alpha-Männchen oder Weibchen. Und heißt Indospino. Auch sehr schön. Und dahinter haben wir schwammiges Spinodino. Okay, das verstehe ich nicht. Indospino ist auch ein Zuschauer. Dieser ganz tollen Skin. Spinosaurus, ja, immer nice. Auch ein schönes Gehege, schöner Wasserbereich. Sieht sehr natürlich aus. Ein paar Felsen. Ja, der Park ist natürlich alles so ein bisschen flach. Das kann man vielleicht als Negativpunkt sehen. Aber es muss ja auch nicht jeder Park so mega bergig sein. Ich meine, so ein bisschen Berge hast du ja eingebaut, zum Beispiel hier vorne und sowas. Aber ansonsten ist er relativ hollandmäßig. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier weiter nach rechts, zum nächsten Gehege. Dann geht's hier lang den Weg. Schön bei Bäumen lang. Hier hast du auch den Weg noch zum Tor gemacht. Hier hast du wieder ein Tor reingebaut. I watch you, Milka XD. Alles klar. Indo gucken. Indo gucken. Was versteckt sich denn da? Ist das etwa ein Indoraptor? Ja, ist ein Indoraptor. Da läuft er. Nicht weglaufen, Kleiner. Cool, ein Indoraptor. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal Hybriden in einem Park, den ich bewertet habe? Bestimmt, ne? Hybriden sind ja mega beliebt bei euch. Leben, Futterbeute. Okay, das wurde nicht umbenannt. Aber ich bin natürlich sehr gespannt, wie der Indoraptor heißt. Milka-Herzchen heißt er. Ach, wie schön. Auch eine tolle Farbe, ne? Ist dieser lilane Skin. Sieht man leider gerade nicht so gut, weil es lebhaftes Muster. Sieht man leider nicht so gut, weil der gerade im Schatten ist. Jetzt läuft er noch weiter in den Wald rein. Er wurde das nicht gepatcht? Ach so, ich bin in die andere Kameraperspektive geflogen. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich dachte gerade, ich habe den Dinosaurier verloren, aber ich wurde in die andere Kameraperspektive geschleudert. Jetzt sieht man die Farbe sehr schön. Sieht cool aus, oder? I like it.
So, gehen wir weiter. Ab zum nächsten Gehege. Oh, hier ist ein Übergang zu einem grauen Weg. Ich glaube. Ah, okay. Ja, macht natürlich Sinn. Hier vorne hast du so eine Sichtschutzmauer gezogen. Und hier ist natürlich deine Ausbrütstation. Ja? Da sind sogar einige Dinos drin, wie ich sehe. Aber es gibt ja keine Beobachtungsgalerie oder sowas, weil das lediglich eine Ausbrütstation ist. Hier haben wir aber so noch einige Saurier. Was ist das? Ein Kentro? Hat er kein Fressen hier drin? Tizi? Oh mein Gott, du hast den Futterspender vergessen. Bist ein Dinosaurierquäler. So, Futterspender rein. Ido, Bon LP, Max Music, Ilias und Gamesuchti. Also wir haben hier drei Paris und zwei Kentros. Können ja nochmal ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir die vielleicht mal. Ist aber schön, dass du alle nach Zuschauern benannt hast. Nicht cool. Hier sind auch ein paar Pachis. Wollen wir jetzt aber auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Was hast du denn hier noch geplant gehabt? Trizi, Trizi, Penta, Penta. Okay. Ja, lassen wir jetzt nicht frei. Brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier zurück und laufen dann mal hier oben lang. Oder gehen wir da hinten lang? Das ist jetzt die Frage. So rum oder so rum? Ich würde sagen, wir laufen den ganzen Weg zurück und gehen dann mal hier oben lang. Was haltet ihr davon? So, gehen wir mal hier lang. Und hier biegen wir links ab. Und dann kommt hier zu unserer Rechten der nächste Dinosaurier. Und das ist ein Giga. Den habe ich ja vorhin schon erkannt durch die Bäume beim Hotel. We are watching you, Giga. Schauen wir da auch mal rein. Oh, es sind sogar zwei Gigas. Mit einer Gyrosphärenfahrt. Ach, wie cool. Ja, die kann man leider gerade schlecht sehen. Ich kann ja mal eben die Namen checken. Zelda Fanboy 13 und Mats Kolbe. Cool. Sehr cooler Skin. Welcher ist das? Tundra-Muster. Boah, der sieht auch nice aus, ne? Hab ich jetzt auch sehr selten gemacht erst. Aber sieht cool aus mit der roten Farbe da oben. Die Gyros-Fernfahrt machen wir auf jeden Fall gleich noch. Auch hier hast du wieder ja, schön Doppelzaun durchgezogen. Finde ich cool. Hier hast du auch an das Tor tatsächlich gedacht. Mit Schleuse. Und hier geht sogar noch ein Tor. Ah, ne, das ist Gyros-Ferntor. Ah, wie cool. Ich freue mich gleich auf die Fahrt. Wir sollten jetzt auch nicht zu viel Zeit hier rauszögern, sonst wird das Video zu lang. We are watching you, Mayunga. Okay. Die haben wir direkt hier vorne, die Dudes. Na, was gibt's zu meckern? Kein Futter bekommen? Hat Tizi euch auch vergessen? Na, Mayungas haben leider sehr, sehr langweilige Skins. Nur. Sind das denn hier Standard-Skins? Nee, ne? Ne, Dschungel und Standard, okay. Ja, aber der Mayunga hat allgemein nicht so coole Skins. Aber auch hier hast du ein schönes Gehege gebaut. Auch schön offene Fläche. Kann man auf jeden Fall gut beobachten, die beiden. Die heißen... Oh, die haben gar keine Namen. Auch oh, wie ärgerlich, okay. Aber ist ja auch nicht schlimm. Muss ja auch nicht jeder Dinosaurier einen Namen haben. Ja, hier hast du nochmal ein Gehege. Man kann es nochmal schön von hier oben sehen, den Bereich, den wir jetzt schon gecheckt haben. Und das haben wir schon alles angeguckt. Bis auf hier das Suchomimus-Gehege tatsächlich. Und wisst ihr, was ich jetzt fies finde? Das sehe ich jetzt schon. Guckt mal die Suchos an, was die für Platz haben. Und die Spinos, was die für Platz haben. Ganz schön gemein, oder? Die armen Spinos. Aber ich würde sagen, wir gehen hier zurück. Laufen mal hier lang. Und dann hier rechts geht es auch noch lang. Boah, das sieht auch cool aus, ne? Mit dem Übergang hier zum Gras noch. Sieht schon nice aus. Und dann, dass das unter Wasser sozusagen dunkler ist, der Boden. Das gefällt mir. So, wir gehen hier oben lang. Und da ist auch die Gyros-Fernfahrt. Aber bevor wir die machen wir gleich am Ende. Laufen wir erstmal jetzt hier einmal rum. Auch hier gucken wir gleich erst rein. Wir laufen einmal jetzt hier um das Gehege rum. Ich dachte, vielleicht können wir erstmal das Gehege einmal beobachten. Wir sehen hier auf jeden Fall schon die beiden Suchos. Sehr, sehr schön offen das Gehege, muss man sagen. Nice aus. Also man kann auf jeden Fall gut die beiden Suchos hier beobachten. Machen wir mal kurz hier auf normal. Geh mal in die Zuschauerperspektive. So wäre die ja. Also da hat man wirklich eine super Sicht auf die. Gehen wir mal ein bisschen rein. Ja, cool, ne? Auch hier coole Skins. Einmal der Standard-Skin und einmal der... Boah, lass mich nicht rügen. Ist das Dschungelmuster? Ich weiß es gar nicht. Ja, hier geht es natürlich dann noch weiter. Hier scheint noch ein richtig großes Gehege links zu sein.
Es sind sogar noch mehrere Gehege, sehe ich gerade. Aber es gibt gar keine Beobachtungsgalerie hier für das Wassergehege, ne? Nee, anscheinend nicht. Es ist aber auch nicht schlimm. Man kann den ja auch durch, oder man kann die ja auch durch den Zaun beobachten. Finde ich aber cool, dass du richtig viel Wasser hier gemacht hast und nur so ein paar Inseln in der Mitte. Eine sehr coole Idee. Ich meine, die Suchos fühlen sich ja auch wohl im Wasser. Und jetzt können wir mal gucken. Ich will Fisch und haariger Ulf heißen die beiden. Welcher Skin warst du? Dschungelmuster. Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Lag ich vorhin richtig? Ich hoffe. Der ist auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten-Skins. Definitiv. Fischfutterstation. Hier hast du sogar einige eingebaut. Also die haben ja super viel Platz hier, die beiden Suchos. Vielleicht hättest du noch ein paar mehr reinmachen können. Irgendwie 3, 4, 5 Stück oder so. Also auf so ein großes Gehege definitiv. Aber eine sehr coole Form und ich finde es cool, dass du den Weg so einmal drumherum geführt hast. Und dass das Gehege fast nur aus Wasser besteht. Nur in der Mitte so 2 Inseln sind. Sehr, sehr coole Idee. Feier ich. Sieht nice aus. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und waren wir hier vorne schon? Nee. Aber hier waren wir. Okay. Leute, wir gehen jetzt doch von dieser Seite. Gehen wir mal hier lang. Dann haben wir hier rechts nämlich auch nochmal so einen abgesteckten Bereich. Aber ich weiß gar nicht, ob da Dinos drin sind. Ach nee, hier ist nur so ein Zaun vor. Okay, cool. Das ist halt einfach mal so ein Wasserbereich für die Gäste. Als Deko. Sehr schön. Auch hier wieder der große Baum. I like it. Gefällt mir. Gehen wir hier mal weiter. Und schau mal hier rechts. We are watching you, Barry, heißt das Ganze. Und da sind Baryonyxe drin. Und niedrige Gesundheit. Da gucken wir auch gleich mal eben. So. Gurkensohn und Barney haben wir da. Baryonyx, auch ein Dinosaurier mit nicht allzu spannenden Skins, muss man leider sagen. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist Regenwaldmuster. Normalerweise das Regenwaldmuster immer eins der schönsten Skins. Hier beim Baryonyx leider sehr, sehr langweilig. Aber kann man nicht ändern. Auch hier schönes Gehege. Schön das Wasser durchgezogen. Ja, das ist sogar so verbunden, ne? Cool. Oh, das führt. Oh, du führst das sogar weiter. Das ist so ein Fluss. Der geht hier durch das große Pflanzenfressergehege da hinten noch, was wir gleich noch erkunden werden. Ja, das Gehege haben wir auch abgehakt. Schauen wir doch nochmal hier kurz durch die Beobachtungsgalerie. Das hatten wir auch schon, ne? Das waren die Gigas. Ja, das waren die Gigas. Schauen wir hier nochmal durch. We are watching you. Geh. Nee, Unge. Unge, lol. Ach, lol, weil das Vegetarier sind. Ist dein Ernst? Jetzt versteh's. Okay, natürlich auch sehr schön hier, ne? Große Pflanzenfressergehege, immer nice. Was sehe ich? Mutabura, Iguanodons. Boah, ich wusste gar nicht, dass der Iguanodon so viel größer ist als der Mutabura. Richtig krass. So, was ist das hier? Das ist der Dead, den ich nicht aussprechen kann, oder? Da hinten. Ist der das? Ich weiß es nicht. Ah ne, der Mamenchi ist das. Okay. Ja, mit dem komme ich immer ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt direkt mit der Gyros-Fernstation. Das ist immer am schönsten zum Erkunden. Den Namen der Dinosaurier machen wir auch gleich noch. Keine Sorge. So, dann fahren wir. Tour offline. Ach so, bevor ich jetzt gucke. Erstmal schauen, wer niedrige Gesundheit ist. Oh, da hinten. Ich habe euch doch schon Futter gegeben, Jungs. Ist nicht genug da? Ja, Tizi, dieser Tierquäler, ne? Ganz schön gemein. So, ich gebe euch mal neues Futter. Du schaffst das, Kleiner. Du musst nur eben fressen gehen. Game sucht die. So, jetzt ist natürlich unsere Kugel wieder verschwunden, wette ich mit euch. Ach, shit. Holen wir uns eine neue Kugel. Das war wieder falsch. Oh Gott. Geht wieder gut los. So, jetzt aber. Dann fahren wir mal. Programm beendet. Benutzersteuerung wird aktiviert. Das ist auch schön Hügel eingebaut da hinten. Vor allem wegen Holland und so, ne? Das ist echt gut gemacht. Toller Park bis jetzt. Gefällt mir sehr gut. Was ist das hier? Ist das ein Mutabura? Der hat auch echt tolle Skins, ne? Der Mutabura. Das ist der, glaube ich, ne? Ja. Der hat echt sehr, sehr schöne Skins. Auch ein toller Skin hier vorne. Da links seht ihr auch, ey. Guckt euch mal an, wie farbenfroh die sind. Ist das nicht nice? Und da hinten dann die Mamenchis. Oh, der kommt sogar gerade her. Der hat hier einen richtig geilen Skin. Schaut euch den mal an. Schön der aussieht. Na du?
Ja, ich weiß. Ich friss dir dein Fressen nicht weg, keine Angst. Kannst ruhig essen. Ich beobachte dich nur. Der hat gar keinen Bock. Hallo. Wolltest du eine Nahaufnahme für uns machen? Schieb dann sowas ein bisschen weg. Okay, ich würde sagen, wir stören ihn nicht weiter. Kommen wir mal ein Stück weiter. Das hängen wir hier morgen noch. Düse hier mal rum. Ich will das halt auch immer nicht zu lang machen, sonst wird das fürs Zuschauen ein bisschen unangenehm. Okay, hier hast du auf jeden Fall so eine Verbindung. Da musstest du natürlich... Ist schade, dass man keine Brücken machen kann, ne? Da muss man natürlich so einen kurzen Weg machen. Aber geht nicht anders. Ich find's cool, dass du hier so einen Fluss durchgezogen hast. Sehr, sehr nice. Bin ich mal gespannt, was wir noch so entdecken können an Dinosauriern. Bis jetzt waren es ja, glaube ich, nur Iguanodons, Mutabura und Mamenchis. Das hier müsste auch ein Mutabura sein, ne? Guten Tag, störe ich? Oh, wie weit der seinen Mund aufreißt, habt ihr das gesehen? Ja, richtig weit, okay. Lass uns mal durch. Noch ein paar schöne Bäume. Ja, mit den neuen Futterspendern hast du noch nicht gearbeitet. Finde ich auch eine coole optische Sache, so die neuen Futterspender, ne? Sieht ja nicht so eintönig aus. Oh, was ist das denn? Holy moly. Ist das ein Albino? Der leuchtet ja richtig. So versteckt hier im Wald. Guanodon. Chaya Kaso. Ist Alpin bestimmt, ne? Ja. Richtig cooler Skin. Sieht nice aus. Nein, meine Kugel ist weg. So Leute, weiter geht der Spaß. Da vorne ist der Albino. Jetzt kommt er sogar mal ins Tageslicht. Aber der ist gar nicht so hell, wie ich dachte. Es sah gerade da unten noch heller aus. Fangen wir mal weiter. Aber so viele verschiedene Dinosaurierarten habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Es sind halt wirklich nur die drei bis jetzt. Ah, da ist die vierte Dinosaurierart. Ist aber auch ein riesiges Gehege, ne? Auch sehr schön, hier ist ein Wasserbereich. Da nochmal so einen großen Baum. Oh, da untergrast ja auch was. Was haben wir denn hier? Guten Tag. Sinoceratopse. Sehr, sehr schön. Da hinten verstecken sie sich auch noch unter dem Baum. Hallo. Ja, es gefällt dir nicht, dass ich hier bin, ne? Das sieht schon cool aus. So, düsen wir weiter. Richtig Parcours hier. Wäre schön, wenn die noch schneller wäre, die Kugel. Den Weg. Kann die echt hupen? Ne, kann sie leider nicht. Aber ansonsten, du hättest echt noch mehr Dinos reinpacken können. Also, ich weiß nicht. Irgendwie wirkt das hier so leer, ne? In dem Gehege. Oder kommt mir das nur so vor? Keine Ahnung. Also irgendwie... Ist natürlich schön, wenn die viel Platz haben, die Dinos und so. Hier geht es direkt am Zaun entlang. Ist auch nicht verkehrt. Ist hier noch was hinterm Zaun? Ne. Nicht abhauen. Ich muss mich halt immer beeilen, wieder schnell in die Kugel zu kommen, sonst verschwindet die hier noch. So, was haben wir links? Manuelle Biosphärensteuerung wird aktiviert. Ja, aber es wirkt halt, keine Ahnung, irgendwie kommt mir das so vor, als wenn hier wenig Dinosaurier drin sind. Oder die sich einfach nicht gut verteilt haben, die Dinos. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt nur diese vier Dinosaurierarten gesehen. Vielleicht hattest du auch noch geplant, die anderen Dinos damit reinzupacken. Wahrscheinlich. Ah, du hast mir bestimmt die falsche Version oder so geschickt. Kann das sein? Du hattest bestimmt geplant, die Pachys und Triceratopse und so, die du noch da hinten hattest. Kendros waren das. Und Pentaceratopse noch rüberzupacken, ne? Kann das sein? Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Weil das kam mir irgendwie noch ein bisschen wenig vor. So, wir müssten jetzt hier im Giga-Gehege sein, genau. Finde ich natürlich auch nice, dass man durchs große Pflanzenfressergehege kommt und dann noch in so ein Fleischfressergehege. Ultra gut. Oh Gott, schon gruselig, ne? Nicht fressen. Eieiei. Das ist, das ist ja wie bei Jurassic Park, ey. Richtig gruselig.
Da kommt schon der zweite. Hallo. Ey. Ich bin hier auf jeden Fall nicht erwünscht. Sehen wir mal zu, dass wir hier verschwinden. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier noch was passiert oder nicht. Ich kann ja mal eben aus der Kugel gehen. Nee, viel mehr sollte hier nicht passieren. Also wir würden jetzt hier noch zurückfahren. Und dann hier das Stück. Und dann haben wir es geschafft. Ich schaue jetzt nochmal eben. Wow, hier sind Paras drin? Okay, das war natürlich Zufall, dass ich die nicht gesehen habe. Jerry03 haben wir hier. Blaue Para haben wir. Paras habe ich zum Beispiel gerade gar nicht hier gesehen. Auf meiner Tour. Dann war das einfach Zufall, vermutlich. Zitrone. Tizis Gurke. Let's Paul. Mein Turtle. Bernd das Brot. Olaf. Money. Iggy. Den hatten wir schon. Edgar Fan hatten wir auch, glaube ich, schon. Muffin. Mudasaurus Rex. Colorful. Oh, der ist echt schön, der Skin. Mr. Satan. Die habe ich auch nicht gesehen. Boah, die haben sich vorhin alle versteckt. Die Gigantspinus Nora. Dann nehme ich alles zurück. Dann waren die Dinos einfach nur gerade sehr versteckt, als ich durchgefahren bin. Fenerbahce. Na, sehr schön. Echt viele Dinosaurier. Ich glaube, ich habe jetzt alle. White Sheep, Modon, Jewelman. Und das sollten alle gewesen sein. Ja, es ist... Wie viele Dinos... Doch, es sind eigentlich genug Dinos für das Gehege. Die haben sich nur sehr versteckt, glaube ich, gerade, als ich durchgefahren bin. Aber es kann natürlich sein, dass du noch geplant hattest, die hier rüber zu packen. Kannst du ja auf jeden Fall mal reinschreiben. Ist halt sehr, sehr schade, dass sie sich alle versteckt haben und dass sie alle hier auf so einem Bereich rumhocken. Aber das kann man halt nicht ändern, ne? Die Dinos machen halt, was sie wollen. Aber ich muss sagen, alles in allem, wir gehen nochmal in den Aufnahmemodus hier. Ein richtig, richtig schöner Park, wie ich finde. Also richtig, richtig nice geworden, richtig cool. Das Highlight für mich persönlich ist wirklich hier der Eingangsbereich. Den hast du so gut hinbekommen. Das mit den Wegen gefällt mir richtig nice. Also vielleicht lasse ich mich da mal so ein bisschen inspirieren von. Wirst du ja sicherlich nicht böse sein, wenn ich mal was Ähnliches bauen werde oder so, weil ich finde das wirklich sehr, sehr cool geworden. Und ansonsten würde ich sagen, schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr den Park von Le Kröte fandet. Der ganze Park heißt, das schreibe ich auch so in den Videotitel, ne? Egal. Das ganze Ding heißt Le Kröte stinkt. Hast du jetzt selber Schuld. ja genau, schreibt es mal rein, wie ihr ihn findet. Ich fand ihn ultra cool. Vielen Dank fürs Einschicken, lieber Tizi. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Falls euch das ganze Projekt gefällt, lasst mir ein Like da. Falls ihr auch einen Park habt, könnt ihr gerne einschicken. Unten in der Videobeschreibung stehen alle Infos und sowas. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.